Hi, in diesem Video zeige ich euch A, wie ihr die Stoßstange bei eurem Tourrack hinten abbauen könnt und B, installiere ich jetzt hier gleichzeitig solch einen Haken, wo man die Bremsleine vom Anhänger hier durch einhängen kann. Das ist eine sogenannte Variante der Hollandöse, passend für den Tuareg, weil ich mir hier an diese Kupplung nichts irgendwie dran schrauben will, weil ich sie dann nicht mehr in das Ablagefach hinten neben dem Reserverad ablegen kann. Gut, um die Rückleuchte auszubauen, sind diese Käppchen abzunehmen, danach die Schrauben rauszudrehen auf beiden Seiten. Hier hilft mir ja Gott sei Dank mein Sohn mal heute mit dabei. Nachdem die Schrauben draußen sind, sind die vorderen Bereich lose und hier hinten mit einem Zapfen gesteckt. Das heißt, leichtes Vorziehen bzw. mit einem Plastikheber kriegt man die dann wunderbar raus. Nachdem der ab ist, Stecker entriegeln und abziehen. Es sind nun noch zu lösen die zwei Fünfe hier in der Rathausschale und Viere bei dem Airline hier unten drunter, unterm Fahrzeug. Danach kann man die Stoßstange nach hinten abziehen. Wir werden jetzt die zweite Rückleuchte ausbauen, alle Schrauben lösen und dann zeige ich euch, wie man die Stoßstange abzieht. Okay? So, wir haben jetzt alle Schrauben gelöst. Wie gesagt, die zwei oberen unter den Rückleuchten. Fünf Stück hier in der Rathausschale drin. Einmal hier oben, hier, hier, hier bis unten runter. Vier Stück unter der Stoßstange. Und hier drüben den Stecker haben wir abgemacht von den Parksensoren. Da ist eine Steckverbindung. Jetzt ziehen wir die Stoßstange ab. Das geht eigentlich recht einfach. Wird hier oben aus der Halterung und einfach nur nach hinten raus. So, dann können wir sie jetzt hier ablegen. Ich hatte da beim Messen schon mal vorbereitet. Und zwar kommt jetzt dieses Teil, die Öse, bauen wir in dem Fall jetzt genau hier hin. Ich hatte mit dem Hersteller der Kupplung und mit dem TÜV telefoniert bzw. gesprochen. Und da die Öse nach der neuen R55 Genehmigung eine Zuglast haben muss von 7500 Newton, sprich 750 Kilogramm, hat der Mitarbeiter von einem zertifizierten Schweizer Fachbetrieb mir gesagt, dass die Öse in einer Stärke von 10 mm Stahl 750 Kilo bei weitem aushält. Wenn nicht sogar, hält diese Öse eine Belastung von einer Tonne. Der Feuerwehrkarabiner, der an der Bremsleine befestigt ist, von dem Anhänger, ist ein 70-7 Karabiner, der eine Zuglast von 180 Kilo aushält. Also das hier wird auf jeden Fall 180 Kilo locker halten. Die schrauben wir jetzt fest, messen uns dann hier genau den Abstand. In dem Bereich habe ich die Stoßstange vorher schon mal hier ausgeschnitten. Das wird nachher durch diese Blende hier, die der Airline hat, vollständig abgedeckt. Die sitzt dann genau so hier drin. Das heißt also, im demontierten Zustand der Anhängerkupplung sieht man auch die Öse nicht mehr. Jetzt messen wir aus. Nachdem, wie es in der Stoßstange ist, brauchen wir von der Kupplung bis rüber zur Öse haben wir Platz 6 cm. Das heißt,
Wir können die hier sogar noch ein Stückchen rübersetzen. Hier oben ist das Typenschild, das sollten wir nicht verdecken. Wenn ich sie jetzt so installiere, bin ich bei Weitem noch. Und auch dieses funktioniert, ohne dass ich mir die Hände anschlage. Wunderbar, Schlüssel kriege ich rein und raus. So werde ich jetzt die Öse verschrauben und die Stoßstange wieder anbringen. Wie gesagt, das hier oben ist nur geklebt. Das müssen wir jetzt mal rausnehmen, weil wir hinten noch zwei zusätzliche Muttern aufsetzen, um die Schrauben zu kontern, damit sich das Ganze nicht löst. So werden wir jetzt die Öse in diesem Bereich hier verschrauben. Gut, funktioniert alles. Jetzt nehmen wir die wieder raus und schrauben die Öse jetzt fest. Stromkabel. Gut, wir werden das jetzt mal festschrauben und danach zeige ich euch, wie das im eingebauten Zustand dann aussieht. Gut, nachdem wir das jetzt hier festgezogen haben, richtig schön handfest, was weiß ich, 40, 50, 60 Newtonmeter um den Dreh rum, habe ich das Ganze oben nochmal mit selbstsichernden Mutter gegengekontert, weil hier in diesem oberen Bereich hat mir die Schlosserei gleich schon ein Gewinde reingeschnitten, dass das richtig schön festgeklemmt wird in sich. Ja, das Teil ist jetzt nur mittlerweile festgeschraubt, das ist auch fest am Fahrzeug jetzt verbunden. Jetzt setzen wir hier unseren Prallkörper wieder ein, da wo er hingehört. So, den hatte ich hier in dem Bereich dann halt ausgeschnitten, dass ich das Teil einsetzen konnte. Gut, jetzt haben wir das dran. Jetzt kommt die Stoßstange dran, wieder in umgekehrter Reihenfolge einsetzen. Hier unten die Steckverbindung auf der Seite für die hinteren Parksensoren verbinden. Ich zeige es mal hier drüben. Da sind dann hier diese Aufnahmen, die zwei. Die kommen hier in diese Schienen rein. Ja, und dann wird die ganze Stoßstange wieder aufgesetzt, mit den Schrauben verschraubt, fertig. Schon habe ich eine sogenannte Hollandöse an meinem Touareg nachgerüstet und kann da jetzt ordentlich den Wohnwagen oder den Anhänger dran befestigen am Fahrzeug. Gut, wir bauen sie dran. Ich zeige euch dann gleich das fertige Ergebnis. So, jetzt haben wir die Stoßstange wieder dran gebaut, die Rückleuchten wieder eingesetzt, die Kappen der Rückleuchten aufgesetzt, alles wieder festgeschraubt, dass die Spaltmaße einigermaßen stimmen, die 5 Schrauben hier an der Rathausschale befestigt, die 4 Schrauben unterhalb des Stoßfängers befestigt. Hier oben bei dem chromfarbenen ist er nur eingeklipst. Genauso das gleiche auf der Seite. Nach den Spaltmaßen geguckt, alles passt. Die Schrauben reingedreht. So schaut das Ganze aus. Da ist jetzt die sogenannte Hollandöse, wo dann das rote Bremsseil eingehängt wird. Wenn man so eine Öse hat und man möchte es einhängen, dann muss man diesen
Feuerwehrkarabiner verwenden. Die gibt es dann so fertig zu kaufen, kann man am Wohnwagen austauschen. Die wird dann so eingehängt, fertig. So sind wir jetzt nach den holländischen und Schweizer Normen genau passend richtig. Abnehmbare Anhängerkupplung, aber das Zugseil ist fest mit dem Fahrzeug verbunden. Und glaubt mir, diese Öse hält mehr aus wie dieser Karabiner. So kann man den auch wieder aufmachen, rausnehmen, wunderbar. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und allseits gute Fahrt.